Wir sind heute für euch in Karlsruhe unterwegs. Allerdings sind wir nicht zum Sightseeing hier, sondern wegen einer Tech-Demo. InReal hat uns eingeladen. Das ist ein kleiner Entwickler, der sich auf virtuelle Realitäten spezialisiert hat. Oder, um genauer zu sein, auf die möglichst natürliche Fortbewegung in denselben. Wie genau sie das umsetzen wollen, können wir uns jetzt gleich selber mal anschauen. Der Aufbau für die Tech-Demo, die wir gleich präsentiert bekommen, es erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Bergsteigerausrüstung und Physiotherapie mit Pistole. Und wir werden gleich einen kleinen Rundgang machen können durch eine extra dafür gebaute virtuelle Welt auf Basis der CryEngine 3. Aber ich lasse mir vorher mal von Michael Beiss von InReal erklären, was alles an Technologie dahinter steht, um dann meine Bewegungen mit der virtuellen Welt abzugleichen. Genau, also das ist genau das Stichwort. Wir wollen die echten Bewegungen in die virtuelle Welt transportieren. Und unter anderem oder explizit das Laufen in der virtuellen Welt. Dazu haben wir den Aufbau, den Locoport hier. Der besteht aus verschiedenen Komponenten. Das ist einmal die Hüfthalterung, die einen einfach erstmal stabilisiert und auch ein bisschen sichert. Die Neuerung sind die speziellen Schuhe und der Bodenbelag. Die Schuhe und der Bodenbelag weisen eine geringere Reibung auf, sodass ich, wenn ich oben noch gehalten werde, quasi so ein bisschen wie auf Eis mich auf der Stelle laufen kann. Diese Laufbewegung wird dann mittels Motion Capturing und verschiedenen Sensoren erfasst und dann auch in die virtuelle Welt übertragen. Und dadurch ist es mir einfach möglich, durch meinen Körper, also durch Laufen, mich in der virtuellen Welt zu bewegen. Ich brauche also keinen Controller mehr oder irgendwas anderes. Das Motion Capturing, das funktioniert diesmal einfach über eine Kinect. Genau, wir haben jetzt hier einfach mal eine Kinect exemplarisch verwendet. Da kann man natürlich auch andere verwenden. Der große Vorteil bei diesem Aufbau ist einfach auch, dass dadurch, dass ich immer in eine Richtung schaue, das Motion Capturing relativ einfach ist im Vergleich zu anderen Systemen. Genau, dadurch, dass man ja hier vorne festgeschnallt ist, kann man die Hüfte jetzt nicht selber drehen, aber der Boden ist drehbar gelagert, sodass ich, wenn ich einfach eine Drehbewegung natürlich ausführe, statt meiner Hüftdrehung einfach die Bodenplatte drehe und somit kann ich mich dann auch in der virtuellen Welt um mich selbst drehen. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das nachher funktioniert. Und ansonsten, ihr habt noch Sensoren in diesen, ich sag mal, Schlappen, die merken, wenn ich auftrete und wie ich mich bewege. Genau, da sind verschiedenste Sensoren drin. Also wir haben hier insgesamt sind halt Inertialsensoren, Abstandssensoren, Drucksensoren und viele andere. In den Schuhen sind jetzt genau Drucksensoren, einfach damit man weiß, wann ein Fuß auf dem Boden ist und auch wie viel Kraft gerade auf den Fuß ausgeübt wird, um dann auch der Kraft, die durch die Reibung entsteht, dementsprechend entgegenzuwirken. Okay. Und das Bild, das ich sehe, wird übertragen auch mit einem schon fertig existenten Gerät, mit dem Cinemizer von Zeiss. Richtig, wir haben hier den Cinemizer OLED von Carl Zeiss, auch einer unserer Partner, für die wir unter anderem auch den Headtracker entwickelt haben oder gemeinsam entwickelt haben. Den gibt es jetzt, glaube ich, auch dann schon auf dem Markt und darüber geben wir die virtuelle Welt einfach auf die Augen des Anwenders. Also von der Erfahrung her, das heißt, man hat sozusagen einen virtuellen Bildschirm, der so gefühlt ein paar Meter Abstand ist. Richtig. Und ansonsten wird halt alles ausgeblendet. Genau, also wir haben extra noch den Light Shield drum, das heißt, dass man wirklich abgekapselt ist. Die Kopfbewegungen werden über den Headtracker erfasst. Damit kann ich mich dann schon mal rumschauen und mit dem kompletten Locoport dann auch nicht nur umschauen, sondern wirklich auch durchlaufen. Und womit werde ich gleich bewaffnet sein? Die Waffe hier in dem zarten Bonbonfarben. Um das natürlich alles ein bisschen interessanter und interaktiver zu machen, haben wir einfach noch eine Waffe angeschlossen. Da benutzen wir jetzt von PlayStation den Move Controller. Allerdings haben wir das noch erweitert mit unserer Tracking-Technologie, um das einfach die Rotation und die Ausrichtung der Waffe nochmal präziser zu machen. Okay, das hat keinen großen Einfluss darauf, wie ich schieße, aber auf die Umsetzung des Bildes. Natürlich, also die Richtung, in die man schießt, wird dadurch auch erfasst. Okay, erfahrungsgemäß, wie viel Übung braucht man, bevor man nicht wie der letzte Depp aussieht beim Rumlaufen? Ich würde sagen, das hängt sehr von den Koordinationsfähigkeiten des Anwenders ab. Also es gibt Leute, die schaffen es sofort, es gibt Leute, die schaffen es einfach nie. Wie gesagt, das ist noch der Prototyp. Wir arbeiten immer daran, dass es noch natürlicher und einfacher wird. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Okay, dann schauen wir mal, wie schnell ich damit zurechtkomme oder ob ich gar nicht damit zurechtkomme. Ja, das ist tatsächlich fast keine Reibung mit den Schlappen auf dem Boden. Schneller. Okay. Das Nicken ist, um den Cinemizer zu kalibrieren und jetzt kann ich ihn tatsächlich... Bitte mal nach unten schauen, das andere unten. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also jetzt den Ball mal rumschmeißen. Und jetzt kann ich interagieren, indem ich... Feste, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Wow, wow, okay.
Das, was ich jetzt sehe, wird direkt 1:1 gespiegelt ausgegeben hinten auf den großen Bildschirm hinter mir. Das heißt, ihr bekommt alles mit, was ich jetzt hier mir anschaue. Den Himmel. Ich kann noch an mir runterschauen. Moment. Ich glaube, mein 3D-Modell ist ein Mann. Das soll mich jetzt aber nicht weiter stören, denn es geht ja ein bisschen darum, hier rumzuspielen. Und meinen Körper, den steuere ich einfach per Gesten über die Kinect, die also einfach hier meine Bewegungen abnimmt. Und bewegen, wirklich laufen, tue ich einfach halt eben über diese Platte, auf der ich stehe. Es ist ein bisschen wie sehr mühseliges Schlittschuhfahren noch. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen eine Eingewöhnungssache. Yay! Und da fällt er. Sehr schön. Das Interessante daran ist, ich weiß rein theoretisch, dass ich mich nicht von der Stelle bewege. Aber die ganze Umsetzung funktioniert so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich drehe mich, ich laufe durch die Gegend und bewege mich wirklich in dieser virtuellen Welt. Also das ist ziemlich direkt 1:1 umgesetzt, auch mit dem Kopfdrehen. So, in case of emergency, break glass. Der Notfall sind zwar nur Leute aus Pappe, aber machen wir das mal trotzdem. So, und jetzt habe ich tatsächlich auch die Waffe. Okay, das funktioniert überraschend gut. Ich habe das Gefühl, jetzt muss ich die Bretter kaputt machen, um hier aus dem Gebäude rauszukommen. Aber ich habe noch meine Waffe. So, das sieht ja schon besser aus. Okay, man läuft am effektivsten, wenn man sich bewegt wie Robocop. Nur manche Hindernisse kann man nicht so wirklich übersteigen, weil springen geht nicht. So, ich lasse mir ja jetzt mal aus dieser ganzen Sache raushelfen. Wie gesagt, ein bisschen anstrengender als nur mit dem Controller in der Hand ist es schon. Und vor allen Dingen interessiert mich jetzt, habe ich mich so durchschnittlich geschlagen oder ist normalerweise die Eingewöhnungszeit schneller? Oder? Ich muss sagen, ganz am Anfang war es eher so unteres Niveau, aber am Ende war es dann schon doch wieder sehr hohes Niveau. Also die Lernkurve war schon sehr steil bei dir. Okay, was mich echt interessiert ist, dieses ganze Umsetzen mit dem Drehen, das fühlt sich, wenn man ein bisschen Übung hat, fühlt sich wirklich natürlich an. Geht das über meine Körperhaltung vor allem oder über die Platte? Oh, das sind mehrere Faktoren, die so zusammenspielen. Das ist unter anderem natürlich die Bodenplatte, die Drucksensoren, aber auch Informationen von der Kinect, in welchem Winkel man gerade den Fuß wohin platziert. Also da ist auch sehr viel Know-how reingeflossen, um das möglichst realistisch umzusetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ziemlich der komplexeste Part an der ganzen Sache ist, weil ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das wirklich so funktioniert. Ich dachte, ich muss immer die Platte drehen, wirklich, aber es ging einfach mit dem sich in bestimmte Richtungen lehnen. Richtig, genau. Und dann hat es das akzeptiert. Also wir haben auch hinten an der Haltung auch noch Sensoren, die die Lehnrichtung detektieren und so weiter. Also das sind mehrere Faktoren, die dort alle so zusammenspielen, dass es dann am Ende möglichst realistisch rüberkommt. Mein kleiner Rundgang ist vorbei und ich habe mich jetzt mit dem Thomas hier hingesetzt. Der ist einer von den 3 Gründern von InReal. Und ich muss sagen, das war eine Tech-Demo, aber das ist ja schon sehr komplex, was alles ineinander greift. Und wo genau wollt ihr damit hin?
Das ist die Tech-Demo, zeigt so einen Ausblick, was man, wenn man viele Technologien, die ja momentan so verfügbar sind, sei es jetzt die CryEngine 3 von einer Top-Echtzeit-3D-Grafik kombiniert mit dem Head-Mounted-Display und dann halt zusammen mit dem Locoport, unserem Laufsimulator, was kann man damit im Gaming so erreichen? Soll jetzt einen Ausblick zeigen, wie das Gaming in der Zukunft aussehen kann. Ihr bedient euch ja wirklich viel Technologien von sozusagen Drittanbietern, mit denen ihr auch eine Zusammenarbeit habt. Zum Beispiel für die Zeiss-Brille habt ihr ja auch den Head-Tracker entwickelt. Eure eigentliche Arbeit daran ist in vor allen Dingen jetzt dieser Locoport, diese Station und die Software, die alles verbindet, oder? Richtig, der Locoport, den haben wir jetzt mal so als Konzept entwickelt. Das Ganze wird über ein ZIM-Projekt jetzt ab März, April diesen Jahres wird es dann entwickelt, dass man auch von einem Produkt sprechen kann. Und das ist auch das der Punkt, wo das Know-how drinsteckt. Das ist durch 2 Patente geschützt und dient so als Basis für weitere Entwicklungen, für vielleicht auch unsere aktuellen Produkte, wie das Inreal Terminal. Okay. Ich habe gesehen, ihr benutzt sowas auch zum Beispiel einfach, um Rundgänge durch Architekturentwürfe und sowas zu machen. Und in Sachen Gaming frage ich mich jetzt, was kann man damit alles umsetzen? Denn das war zwar sehr cool und das hat sehr stimmig gepasst mit dem Bewegen in der Welt, aber die Geschwindigkeit zum Beispiel ist ja jetzt nicht besonders hoch, mit der man sich bewegt. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. So gesehen ist es halt noch eine Tech-Demo. Also es ist jetzt von der Geschwindigkeit kommt es natürlich jetzt nicht an so einen komplett schnellen Ego-Shooter ran. Aber ich denke so, alle Technologien fangen mal in den Kinderschuhen an. Ich denke nicht, dass das dabei bleibt. Also da kommen wir bestimmt noch hin. Auf jeden Fall, selbst wenn man jetzt nicht damit super schnell irgendwelche Ego-Shooter spielen kann, ist es halt immer noch da ein Vorteil, wo du emotional irgendwo eintauchst. Wo du emotional in eine Welt, sei es jetzt Fantasy, kann ja auch ein Ego-Shooter sein, aber wo es jetzt nicht auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, weil da hast du vielleicht mit Maus und Tastatur immer noch einen Vorteil. Aber wo du wirklich was erlebst und denkst, okay, ich setze mich jetzt heute Abend, setze ich mich ans Spiel dran und schalte einfach ab und bin woanders und erlebe da was. Das heißt, so immersive Welten, so eine Art neues Myst oder ähnliches wäre was. Richtig, genau. Wo du halt mit deinem ganzen Körper dann interagieren kannst, als wärst du auf der Fantasieinsel zum Beispiel. Okay, das heißt, es ist, auch wenn ihr noch nicht wirklich so ein fertiges Produkt habt, ist schon die Absicht, praktisch eine Gaming-Station daraus zu machen? Also natürlich, wenn man sich mit Virtual Reality beschäftigt, dann kommt man früher oder später in Richtung Gaming. Aber es ist natürlich ein super Anwendungsgebiet, was auch jetzt unabhängig von Gaming kann man ja total viele Sachen damit machen, wenn man bei sich zu Hause einen Zugang zu virtueller Realität hat. Momentan ist die Herausforderung halt, dass es einfach noch zu teuer ist. Die Technologien, als dass man jetzt sagen könnte, jeder kann sich zu Hause einen Locoport hinstellen. Deswegen sind halt die Technologien hauptsächlich jetzt mal im kommerziellen, im B2B-Bereich unterwegs, aber wir sind fest davon überzeugt, dass eines Tages werde ich zu Hause Virtual Reality spielen können. Da ist natürlich die Frage, wo liegt denn zurzeit der Kostenpunkt, wenn du das überhaupt verraten magst? Ja, wir haben also momentan, was man momentan kaufen kann, bei Amazon zum Beispiel, ist natürlich die Brille von unserem Partner Carl Zeiss. Die kostet 649 Euro und dazu hast du dann noch den Head-Tracker, also der per USB-Stecker, der sagt dann dem Computer, wo du hinschaust, ja, sodass du dich da frei umgucken kannst und der liegt bei so knapp 200 Euro. Also die Zeiss OLED-Brille und dergleichen, das sind ja nur Komponenten. Wenn du schätzen müsstest, was würde ein fertiges Gesamtprodukt kosten? Also sowas wie der Locoport jetzt, also momentan kann man das noch nicht sagen, weil es wirklich auch gar nicht jetzt für den Heimanwender gebaut ist. Das ist momentan noch ein Teststand, eine Tech-Demo. Aber für mich persönlich, ich finde das Ganze ist attraktiv für den Heimanwender, wenn es unter 2000 Euro kostet. Dann kann man sagen, okay, jetzt geht es in Richtung Consumer-Produkt. Und es dauert wahrscheinlich noch so ein paar Jahre, bis man wirklich davon sprechen kann, dass man zu Hause ein Locoport hat. Okay, schon ein drastischer Unterschied zu einer normalen Konsole, aber dafür bietet es auch was anderes. Richtig, also klar, also es wird natürlich immer günstiger werden, aber irgendwo ist halt so der Einstiegspunkt, wo man sagen kann, man könnte es als Gamer in Erwägung ziehen. Virtual Reality ist ja nicht das erste Mal, dass das so ein bisschen aufkommt. Die letzten Projekte in den 90ern waren ja eher weniger erfolgreich. Und ihr seid jetzt aber der Meinung, die Technik ist jetzt weit genug, das kann jetzt was werden. Richtig, also ich glaube, Bill Gates hat schon in so einem Buch 20 Jahre her geschrieben, dass Virtual Reality ist toll, ja, kann man mit Computern machen. Aber also die Idee ist Science Fiction 80er Jahre, ist eben wahrscheinlich zum ersten Mal aufgekommen. Deswegen, heutzutage ist jetzt so ein Moment, wo die Technologien, sei es jetzt die Displays, sei es die Sensorik, alles auf einem Level ist, wo man die Vision umsetzen kann. Also, die Ideen dahinter, die sind ähnlich zu denen vor ein paar Jahren, aber jetzt ist auch die technische Machbarkeit so weit, dass man an die Umsetzung denken kann. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Es scheint ja auch so, als wären andere Leute daran, zum Beispiel Oculus Rift, was auf Kickstarter finanziert worden ist. Ist das dann so ein bisschen, dass jetzt die Konkurrenz überall aus dem Boden sprießt? Nee, gar nicht. Also wir sehen solche Produkte wie Oculus Rift, das ist absolut, für uns ist katalysiert den ganzen Markt. Der Markt ist momentan so klein, deswegen jeder Sieg von einem Einzelnen immer, ist eigentlich ein Sieg für alle. Ja? Und davon profitieren wir. Ich glaube, umgekehrt ist es genauso, weil die Schwierigkeit ist jetzt nicht, ob InReal oder Oculus,
sondern eine Akzeptanz für die virtuelle Realität zu schaffen und den Menschen zu zeigen, was man damit alles Tolles machen kann und ein bisschen Inspiration zu schaffen. Die Tech-Demo war schon ziemlich beeindruckend, gerade die Möglichkeit, sich zu drehen und vorzubewegen und dabei das Gefühl zu haben, tatsächlich von der Stelle zu kommen. Natürlich sind die Gaming-Möglichkeiten in der jetzigen Form noch arg begrenzt, aber es ist ja nur eine Tech-Demo und ich bin auf jeden Fall gespannt, was in Zukunft noch draus werden wird.